nur noch ernsthafte Sachen erzählen. Ne? So, wir waren bei der Gruppengeschwindigkeit hängen geblieben hier. Da haben wir uns jetzt mal drum gekümmert. Phasengeschwindigkeit ist ja die Vorstellung klar. Ne? Wir gucken, wie lange so eine Welle tatsächlich braucht, um daran vorbeizukommen und welche Strecke dann die Welle auf der da zurücklegt. Und bei der Gruppengeschwindigkeit mussten wir uns irgendwie rantasten, dass wir hier mit zwei sinusförmigen Signalen unterwegs sind. Ich habe Ihnen letztes Mal das Bild gezeigt. Ich zeige gleich auch nochmal, wenn ich es wieder finde. Und wenn Sie ein Zweifrequenzsignal nehmen, ich mache es lieber im Komplexen, weil das mit den imaginären Zahlen ist so viel schöner und so viel einfacher, als das im Reellen zu machen, rein Reellen zu machen. Na jedenfalls, Sie haben zwei unterschiedlich frequente und auch Signale mit auch unterschiedlichen Beta, hier unterschiedlichen Ausbreitungskoeffizienten, hier Phasenkoeffizienten sogar, um genauer zu sein. Und das können Sie auffassen, aufpacken einmal in eine den einen Anteil, der mit der doppelten Frequenz unterwegs ist und den Anteil, oder der Summenfrequenz unterwegs ist und den Anteil, der hier die Schwebung darstellt. Das ist so dieses Paket gewesen, das da durchgeht. Wenn man jetzt mal gucken möchte, wie schnell dieses Paket hier ist, dann sucht man sich nur dieses Argument hier raus und guckt eben, wie dieses Argument konstant bleibt, kann also nach x auflösen hier, und die Konstante da hinten brauchen wir eigentlich nicht. Jedenfalls steht hier, dass hier die Frequenzdifferenz durch die Beta-Differenz oder Phasenkoeffizienzdifferenz eben hier mal Zeit den Ort x ergibt. Die Geschwindigkeit wollten wir, also müssen wir eigentlich diesen Ausdruck hier nach t ableiten. Und wenn wir das machen, kriegen wir hier im Grenzübergang d Omega nach d Beta raus. So, die Vorstellung ist leichter andersrum. Also die Gruppengeschwindigkeit ist jetzt hier die Ableitung der letztlich Frequenz nach dem Phasenkoeffizienten. Das ist immer so, für mich aus dem Bauch raus ist der Phasenkoeffizient der von irgendwas abhängt und nicht umgekehrt. Deswegen ist es vielleicht etwas einfacher, den Kehrwert sich anzugucken. Also 1 durch Gruppengeschwindigkeit ist Ableitung des Phasenkoeffizienten mit der Frequenz. So, was heißt das? Wenn ich mir jetzt Bilder hier angucke, dann haben wir zum Beispiel hier bei so einem nicht dispersiven Material einen Phasengang. Die Steigung davon ist der Phasenkoeffizient, der rein linear ist. Das heißt also, die Ableitung ist eine Konstante. So, das heißt letztlich auch, die Gruppengeschwindigkeit ist eine feste Zahl, also ein nicht dispersives Medium. Während wenn Sie hier so etwas Gekrümmtes haben, wie da an der Stelle, da sieht man es ja hier, da, dann kriegen Sie hier nämlich Gruppengeschwindigkeiten raus, die anders sind als die Phasengeschwindigkeit. Genau, das war der Zusammenhang, den ich noch sagen wollte. An dieser Stelle hier ist ja die Ableitung dieses Dings hier gleich auch, ja, das, was wir vorher ausgerechnet hatten, die Steigung nämlich für die Phasengeschwindigkeit. Das heißt also, in meinem nicht dispersiven Medium sind Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit gleich, während in einem dispersiven Medium, also da, wo hier der Phasengang so Knicks hat, also nicht eine rein lineare Funktion ist, da kriegen Sie halt andere Werte raus, und damit kriegen Sie hier dann komische Effekte raus für da die Gruppengeschwindigkeit. So, und das wollte ich jetzt nochmal kurz zeigen. Ich gehe mal direkt auf die Seite wieder drauf, ist ein bisschen bequemer geworden. Früher war das immer ein bisschen schwieriger, aber seit er umgestellt hat auf JavaScript, da ist das Dispersion Applet. Und eigentlich wollte ich hier mal, fangen wir an mit No Dispersion. Gut, also keine Dispersion hierbei. Und ich greife mal auf die Gruppengeschwindigkeit zurück. So, jetzt machen wir mal hier keine Dispersion. Ups, warum kriege ich die nicht auf? Ach, weil ich am falschen Stelle. So, wenn wir die Geschwindigkeiten gleich machen, das fand ich jetzt so ein bisschen, so, das ist Speed 1 und Speed 2, die sehen auch so aus, als wenn sie gleich sind, ganz sind sie es nicht. Weil das sehen Sie hier noch, so, die Gruppe wandert immer noch ein bisschen anders, vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin. Haben wir da noch was? Hä? Ja, genau. So, jetzt haben wir es, ne? Also jetzt haben wir es erreicht, jetzt ist ein dispersionsfreies Medium, und da ist die, sich hier mal gucken, das wäre ein Maß für die Phasengeschwindigkeit, wie schnell kommen die Nulldurchgänge vorbei, sowohl hier als auch da, und die Gruppe
hat die gleiche Geschwindigkeit. Das sehen Sie auch daran, dass sich hier irgendwie kein Wandel ergibt. So, und wenn Sie jetzt, machen wir mal normale Dispersion. Was ist normale Dispersion? Letztes Mal haben wir es angesprochen. Blau ist langsamer als Rot, ne? Also die höhere Frequenz ist langsamer als die. Gucken, wie ich es richtig einstelle. Gut, jetzt habe ich es natürlich hier. Das ist schon sehr, also praktisch taucht das so nicht auf, ne? Dass die eine Welle quasi steht und die andere dann. So, aber mit anderen Worten, Sie können hier was hinkriegen, wo die Gruppengeschwindigkeit sogar negativ ist. So, Gruppengeschwindigkeit aber auch positiv. Und wenn Sie die anormale nehmen, dann sieht das so ein bisschen so aus, als würde die Gruppe die Wellen überholen, ne? Oder zumindest die obere Welle, die langsamere. Gut. Ja, also das mit der Gruppe ist eigentlich auch hier wieder falsch. Nicht? Es suggeriert ja immer so, als würde hier diese Gruppe von Wellen, ja, als wäre das irgendwie so ein Impuls oder sowas, ne? Also so ein Wellenpaket, das da durchgeschoben wird. Aber das ist es ja nur auch wieder nicht. Das sieht zwar so aus wie ein Wellenpaket, aber eigentlich ist es eine Schwebung von, eine Überlagerung von Wellen, die schon immer da waren und immer da sein werden. Also auch das ist ein eingeschwungener Zustand. Ne? So, und ein künstlicher Fall. Und auch da kriegen Sie dann wieder ganz komische Effekte raus. So, deswegen kommen wir irgendwann auf die Frage, was ist denn eigentlich jetzt die Geschwindigkeit eines Signals? So, mit welcher Geschwindigkeit wird jetzt eben die Energie oder ein Puls, ist ja letztlich nichts weiter als ein Energiepaket, eben wirklich übertragen? Und zwar einer, von dem ich nicht vorher wusste, wie er aussieht, weil bei diesen Sinusfunktionen wusste ich ja schon immer vorher, wie es aussieht. Wenn tatsächlich, und dann ist ja erst Information da, wenn tatsächlich irgendwie ein überraschender Impuls kommt, von dem ich vorher es nicht wusste, dann wird es ja erst spannend. So, und die Aussage hier ist eigentlich so eine philosophische. Ne? Die maximale Geschwindigkeit ist immer die Lichtgeschwindigkeit. Weil es wird immer einen eventuell nicht detektierbaren kleinen Anteil von Energie geben, der ja, durchs Vakuum läuft. Das ist aber praktisch völlig sinnlos, weil das nützt Ihnen nichts. Also nehmen Sie an, Sie haben ein Glasfaserkabel. Nehmen Sie mal einen Kilometer lang. So, und da wollen Sie jetzt Informationen durch übertragen. Dann wird es einen Teil des Lichts geben, der ist extrem klein und eigentlich wollen Sie den auch nicht. Der wird außen, also wirklich mit voller Lichtgeschwindigkeit, den Weg zum Ziel finden. Er wird aber unter Umständen gar nicht praktisch verwertbar sein, weil er ist einfach so klein in der Energie, dass er gar nicht detektierbar ist. So, also diese eher philosophische Antwort, es gibt immer einen Anteil, der mit wirklich Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, nützt Ihnen praktisch gar nichts. Sondern Sie müssen eben einfach sehen, mit welcher Geschwindigkeit oder nach welcher Zeit kommt eben so viel Energie an, dass Sie es detektieren können. So, das ist die praktische Antwort. Was machen diese Berechnungen, die wir jetzt mit Dispersion gemacht haben, hier mit Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit, denn trotzdem Sinn? Weil nämlich gerade diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die insbesondere in der Gruppengeschwindigkeit noch mit drin hängen, auch verwendet werden können, um dann eben Modelle zu bilden für eine Dispersion. Also ja, es macht schon einen gewissen Sinn, weil man sich über diese Geschwindigkeit eben dann doch an das physikalisch reelle richtige Verhalten rantastet. So. Schauen wir uns das mit der Dispersion, das hatten wir ja schon, dispersionsfreie, normale und anormale Dispersion. Wir brauchen noch die Gruppengeschwindigkeit, die hatten wir jetzt hier nochmal angegeben als die Phasengeschwindigkeit plus Beta mal die Ableitung der Phasengeschwindigkeit nach dem Phasenkoeffizienten, ohne weiter jetzt hier den Zusammenhang erläutert zu haben. Und
Wir können die Dispersion angeben. Schreibe ich lieber auch noch mal andersrum hin. Also steht ja gleich nichts anderes da, als was wir da schon hatten. D ist gleich D Tau G durch D Omega mit Tau G der Gruppenlaufzeit. Also ist dieser Parameter für die Dispersion eben genau das, wie ändert sich die Gruppenlaufzeit mit der Frequenz. Was man möchte, ist, dass Tau G, ich schreibe mal hin, Wunsch, Tau G ist eine Konstante, also jedenfalls nicht abhängig von der Frequenz, weil das nämlich heißen würde, dass jedes Signal, egal bei welcher Frequenz, die gleiche Laufzeit durch das Medium durch hat, durch den Übertragungsweg durch hat. So, und das ist das, was ich möchte, ne? Also ich schicke irgendwelche Impulse in einer gewissen zeitlichen Abfolge ab und ich möchte, dass die genau in der zeitlichen Abfolge auch ankommen. Und das erreiche ich eben darüber. Das ist aber nicht so, sondern es ist tatsächlich so, dass hier die Gruppenlaufzeit von der Frequenz abhängt und dann eben auch angegeben wird, wie ich es hier hingeschrieben habe, 1 durch d ist d Omega nach d Tau g oder gleich die zweite Ableitung nach dem Phasenkoeffizienten. So. Was ist die Einheit, wenn ich so hinschreibe? Na, es ist Sekunde durch 1 durch Sekunde, ne? Ja. Also letztlich, oder Sie können es auch anders schreiben. Sekunde pro Hertz. Das ist jetzt, also wenn Sie es tatsächlich in Frequenz hingeschrieben hätten oder an der Stelle, hier, das mache ich mal in Klammern, weil die Kreisfrequenz wird ja üblicherweise nicht in Hertz angegeben, sondern in 1 durch Sekunde. Also das ist letztlich, um wie viele Sekunden ändert sich die Gruppenlaufzeit, wenn ich hier die Frequenz um ein Hertz ändere. Selbstredend ist das hoffentlich ein ganz, ganz kleiner Wert, also irgendwo im Pico-, Nano-, Femto-Bereich oder so mit kleinen Zahlen. Ne? So, ganz sind wir noch nicht da. Wir gucken uns jetzt nochmal an, was denn tatsächlich in so einem Wellenleiter passiert. So, und gehen mal davon aus, wir haben, und das ist jetzt nicht so unrealistisch, wir geben zwei gaußsche Pulse, also tatsächlich sollen auch diese Pulse im optischen Übertragungstechnik gaußförmig sein. Wir geben zwei Pulse auf die Leitung drauf. Das ist hier am Anfang der Leitung und das ist am Ende der Leitung. Also wäre beispielsweise eine Abfolge von 1, 0 und 1. Sie sehen die Einhüllende hier und Sie sehen hier dazwischen das Trägersignal. Das soll das sein. So, und das ist natürlich jetzt nach einer gewissen Laufzeit hier von 2 mal 10 nach minus 8 Sekunden. In diesem Beispiel ist das irgendwo am Ende der Leitung und da und es ist nichts passiert. Es ist genau dasselbe Signal wie vorher. So, und jetzt mache ich das Ganze dispersiv. Aber immer noch verlustfrei. Und dann passiert eben Schreckliches in diesem Fall für die Übertragung. Es geht nämlich Energie von den beiden Pulsen hier in die Mitte rein. Das heißt, im Prinzip wird die Null an dieser Stelle hier zugedeckt. Ich habe das jetzt hier mal eine Abfolge für 1 von 1, 0, 1 gemacht, aber Sie können natürlich beliebige andere Folgen auch nehmen. Ich meine, klar, eine Kette von alles nur Einsen und eine Kette von alles nur Nullen wird immer gut detektiert, aber das ist ja nicht interessant. Ne? So, und hier haben Sie natürlich jetzt das Problem. Also Sie sehen letztlich, die ganze Basisbreite ist breiter geworden. Also der Puls wurde zu brei. Und die Lücke wurde aufgefüllt und das ist das eigentliche Problem hier in diesem Beispiel. Ne?
So. Da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Was kann man nun tun, wenn man genau weiß, wie der Dispersionsverlauf ist? Und in manchen Situationen weiß man das, wenn das eben jetzt kein statistischer Verlauf ist und keine stochastische Variable ist, sondern man tatsächlich messen kann, naja, die eine Frequenz ist so schnell, die andere so schnell, dann? Also Sie wollen vorverzerren. Ja. Sie können vorverzerren oder Sie können nachverzerren. Sie könnten ja auch, also Sie kriegen hier, nehmen wir mal an, wir reden hier über 100 Gigabit-Signale, ne? Die jetzt tatsächlich im Echtzeit, im Zeitbereich so zu formen, dass am Ende, also auf elektrischer Ebene, dass am Ende genau das rauskommt, was Sie wollen, ist verdammt schwer. Da müssen Sie verdammt schnell sein. Da brauchen Sie also was natürlich schneller ist als 100 Gigabit pro Sekunde, ne? Damit Sie dann jeden Puls dann meinetwegen noch mit 5, 6, 10 anderen oder Teilimpulsen darstellen können, ne? Das wäre die Idee, das im Elektrischen zu machen. Das tut man nicht. Man kann das Ganze natürlich im Optischen machen. Also Sie könnten ja eine Glasfaser nehmen oder Sie haben eine Glasfaser im Boden liegen, die macht, ups, die macht das da. So, und das können Sie aber ausmessen. Und jetzt nehmen Sie eine andere Glasfaser, die genau das Gegenteil macht. Die genau die gegenteilige Dispersion hat. Solange diese Dispersion jetzt hier, also dieses D, einigermaßen konstant ist und nicht auch noch so an sich so ein Gebirge oder irgendwie eine Potenzreihe oder sowas ist, sondern einfach eine lineare oder eine konstante Funktion, können Sie jetzt einfach eine Glasfaser nehmen, die genau den gegenteiligen Effekt macht. Also letztlich den Puls wieder zurückformt. Jo. Ja, natürlich. Ja, ist ein bisschen mehr als Material- und Wellenleiterforschung. Ja, aber Sie haben im Prinzip 40 Kilometer, so macht man es, Sie haben 40 Kilometer irgendwo im Boden liegen an Glasfaser. Die ist so, wie sie ist. Und dann messen Sie die aus. Auf die Parameter gehen wir noch ein. Dann messen Sie die aus und dann holen Sie sich nochmal so, was Sie brauchen. 3, 4 Kilometer von einer anderen Faser. Die haben Sie auf eine Spule aufgewickelt und die hängen Sie einfach vor Ihren Vorverstärker, vor Ihren Empfänger. Das war das, was wir da drin hatten, ja. Wollen wir mal holen? Nee, ich hab's im Kopf. Also es ja. War bloß, ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut zu fragen, aber. Ah, ich hol's nochmal. Gucken wir mal gucken, was draufsteht. An die Seite nehmen müsste. So, haben wir ein bisschen mehr mitgebracht hier. Das eigentlich wollte ich gar nicht so viel schleppen, aber ist dann doch ein bisschen mehr geworden. Also, das ist tatsächlich hier so eine Dispersionskompensationsphase. Da erkennt man eigentlich gar nichts dran, außer dass die Anschlüsse hier jetzt wieder fehlen. Und hier steht es drauf, Dispersion, was die macht und bei welchen Frequenzen, also bei 1525 Nanometer, macht die minus 1517 Pikosekunden pro Nanometer. Was heißt das jetzt? Das heißt letztlich, wenn die, die Welle, das Signal, das sie hier drauf geben, also sie geben zwei Signale drauf. So.
die im Bereich von 1525 Nanometer sind. Das eine Signal ist ein Nanometer oder hat einen Nanometer mehr Wellenlänge als das andere. Also nicht bei 1525, sondern bei 1526. Dann ist das Signal 1519 Pikosekunden früher da. Was immer jetzt früher ist bei Sinus, ne? Weil ein bisschen schwierig, aber so könnte man, ne? So, Preis ist, dass das Ding hier 6, also nicht was es kostet, sondern dass das ganze Ding, dass das ganze Ding hier und die Phase ist gar nicht mal so lang, dass diese Phase hier 6,1 dB Verluste hat. Die müssen wir mal abwickeln und dann messen. Also das, meine, das ist jetzt jeweils ein Kilometer. Das werden schon ein paar Kilometer sein hier da drauf. Ne? Mhm. Nicht zufrieden. Sie wirken so. Ich habe jetzt keinen Vergleich, was jetzt eine normale Faserandämpfung hat. Ich habe 6 dB technisch auszugleichen, ist jetzt auch keine Welt. Also, ja. Das sagen Sie so, die... Man kämpfte um dBs, um einzelne, ne? In der Übertragungstechnik. Ja, wenn ich dann 100 Kilometer mache, glaube ich, ist schon das alles, oder mit Atlantik. Da müsste man schon kämpfen. Ja, gut, sich die Hälfte auch. Okay. Ja, genau, ein bisschen an die Seite ist. Na, wenn Sie mal überlegen, also eine normale Glasfaser hat 0, bei 1550 hat 0,3 dB pro Kilometer. Das heißt, wir reden hier von einer äquivalenten Faserlänge von 20 Kilometer. Das sind das wohl eher nicht. Ja. Ne? So, und sowas ist hier zum Beispiel von Infinera, käuflich erwerblich. Das ist jetzt hier so eine Dispersion Management, heißt das hier, also Dispersionsmanagement Chassis. Das würden Sie so in den 19 Zoll Rack reinstellen. Und dann haben Sie hier die Anschlüsse für, ist egal, was Ein- und was Ausgang ist, aber hier innen drin haben Sie jetzt eben da die, ne, Kompensationsfasernspule hier und die macht 1900 Pikosekunden pro Nanometer. So, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, verschiedenen Längen und so, eventuell auch customized, dass Sie einfach da in den Laden Ihrer Wahl gehen und sagen, gib mir mit folgender Charakteristik. Aber wenn ich jetzt so eine Faser dann mal mache, das lohnt sich auch erst, wenn die Gesamtfaser 100 Kilometer ist. Ja. Weil runter, wenn ich mir 20 Kilometer einfach so freiwillig dranhänge, also äquivalent 20 ja. Kilometer, dann muss man da schon runter das Gewicht dann nicht machen. Also habe ich nicht verstanden. Also darunter, unter 100 Kilometer oder so, ja. War das dann wahrscheinlich eher nicht. Je nachdem, was für ein System Sie haben, das hängt ja auch immer extrem von der Datenübertragungsrate ab, die Sie da haben wollen. Sagen wir so, ab 40, 50 Kilometer müssen Sie über Dispersionsmanagement nachdenken. Also klar, wir kommen gleich noch auf das Bandbreitenlängenprodukt, daran kann man es nämlich ablesen. Also drunter, genau, gibt es das Problem erstmal so gar nicht, weil die Pulse von vornherein so weit auseinander sind, ne? Man macht ja nichts, wenn diese beiden Pulse richtig weit auseinander sind, so, dann wird die Null halt da, wie das hier passiert ist, nicht unbedingt aufgefüllt. Ne? Also wenn es langsam genug ist alles, dann macht das nichts aus. Aber wenn das alles natürlich sehr schnell dicht hintereinander kommt, deswegen spielt die Bitrate da eine große Rolle, dann müssen Sie eher dazugreifen. Und was hatten wir jetzt so bei 70 Kilometer? Wir hatten jetzt neulich mal so ein Testsystem aufgebaut mit 70 Kilometer Faser, also auf der Spule, ne? nicht gelegt. Das ging erst... funktionierte erst dann sicher und ohne Bitfehler, als wir dann die passende Dispersionskompensation eingefügt hatten. Ohne Dispersionsmanagement geht es dann nicht. Und dann muss man natürlich schon wieder darüber nachdenken, wie viel Signalstärke braucht man eigentlich. Also eventuell sind diese 6 dB hier jetzt auch ein Problem und dann müssen Sie halt mit mehr, auf die Dauer hilft nur Power, ne? Müssen halt mit mehr Power auf die Faser gehen oder Sie brauchen einen Vorverstärker, der also rauscharm aus den Signalen da, den geschwächten Signalen das noch wieder rausholen. Das wird dann vielleicht mit dem normalen Equipment nicht gehen. Aber gibt es auch alles Antworten drauf. Die Dispersion ja nicht von der Länge dieser Faser ab, oder? Bitte? Die Dispersion? Ja doch, sehr entscheidend. Also länger wie du in der Faser ist ja angegeben in Verzögerung pro Wellenlänge. Ja, weil das hier jetzt die feste ist. Die feste Länge. Diese hier hat, da steht es genau drauf, diese 1500 und ein paar Pikosekunden pro Nanometer. Minus übrigens. So,
wenn Sie die Faser jetzt hier pro Kilometer kaufen, dann würden Sie noch sagen, pro Kilometer Faser, also 1 durch Kilometer noch, und pro Nanometer Wellenlängenunterschied macht das ganze Ding folgende Pikosekundenverzögerung mehr oder weniger. Also das, die Länge der Faser geht dann noch explizit noch wirklich entscheidend ein. Und das wäre etwas für die zweite Hausaufgabe, wenn Sie sich um Glasfasern kümmern. Über das, worüber wollten wir noch reden, ne? Aber nicht jetzt. So, also wenn Sie das gemacht haben, dann kriegen Sie sowas da raus. Mit einer, also 100 Kilometer Faser, das war das, was Sie eben hatten. Und dann machen Sie noch eine Dispersionskompensationsfaser dahinter und dann von diesen Kisten. Passend ausgemessen natürlich und schon sieht das Signal wieder so aus. So im Prinzip das, was Sie vorgeschlagen haben, nur eben nicht auf elektrischer Basis, sondern eben mit Optik, die es jetzt aber von selber macht. Das ist jetzt sehr aus dem Handgelenk. Also Sie müssen das nicht elektrisch vorverzerren, das könnten Sie auch tun. Nee, können Sie eben nicht, so schnell sind Sie halt nicht. Welche andere Variante würde Ihnen noch einfallen, um Dispersion zu minimieren, zu kompensieren? Klassisch, Datenrate runter, mehr Fasern. Nee, aber ich glaube, Sie kommen, ich habe auch zu doof, ich habe auch zu doof gefragt, dass Sie drauf kommen. Also alle Einsen zusammensortieren, so und alle Nullen zusammensortieren. Nee. Nein, also die induktive Belastung wäre es gewesen. Ne? Also ich bin jetzt gerade von der Glasfaser erstmal weg wieder. Das war, was wir letztes Mal angesprochen haben, das mit der Pupin-Spule, dass Sie eben die Leitungsparameter L, C, G und R so anpassen, dass gerade keine Dispersion dabei entsteht. Ja. Na? Gut. Ha? Das macht man heutzutage nicht mehr, nee. Also das muss man auch nicht unbedingt, weil Sie im elektrischen Bereich, ja, wenn Sie mit elektrischen Signalen unterwegs sind, entweder so kurze Strecken haben, dass Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen, oder Sie so langsam sind, 100 Megabit oder meinetwegen auch 10 Megabit pro Sekunde, dass Sie es elektrisch auch machen könnten, wenn es denn auftreten würde, also genauso wie Sie vorgeschlagen haben. Also die Dispersion wirklich rausrechnen. Braucht man aber eigentlich nicht, weil man im elektrischen Bereich heutzutage so, ich sag mal, so langsam unterwegs ist, dass man sich das schenken kann. So, die Glasfaser. Da wollte ich jetzt doch noch ein bisschen Zeit verschwenden. Ja, das ist ja das, was ich hier nochmal, was ich hier zeige und was ich eben mit meinte, mit, wenn Sie jetzt hier einen Puls nehmen, der hier in eine verlustbelastete Leitung reingeht, so, dann wird er gedämpft und wird auch ein bisschen breiter, sieht auch ein bisschen anders aus. Oder wenn Sie die, diese Leitung reinpacken, die hier eben wo genau R' durch L' gleich G' durch C' ist, also wenn Sie letztlich hier das L', das ist das, was Sie dann machen müssen, das L' erhöhen. Das war das, was wir das letzte Mal angesprochen hatten. Das ist die analoge Kompensation. Ja? Dann ist er wirklich nur gedämpft, wenn ich das ja. Dann ist dispersionsfrei. So, die Glasfaser. Wie funktioniert die überhaupt? Das haben sie noch nicht gehabt, ne? Hm? Also, grob schon? Wie grob? Nee, der Brechen ist elektrisch anders statt. Ja. Nach außen hin. Und deswegen wird es quasi immer nach innen gebrochen. Deshalb ist außen das
Ich sagte ja, es waren nur drei Sätze. Also versuchen wir mal ein bisschen was zu sortieren. Also jetzt, ich mag dieses Thema gern, deswegen erzähle ich es Ihnen jetzt, ob Sie es wissen oder nicht. Also, grundsätzlich machen wir mal die einfache Struktur zunächst mal des Filmwellenleiters. Also die Idee ist eigentlich, wir haben Parallelplattenleiter, nur aus die Elektrika. Da in die Richtung will ich hingehen. Parallelplattenleiter, sagt Ihnen noch was? Oben, unten Metallplatte, in alle Richtungen unendlich ausgedehnt und deswegen super praktisch in die Hosentasche zu stecken. Zunächst mal Reflexion und Transmission bei einer ganz normalen Brechung hier. Kennen Sie, und zwar ist N1 hier immer der dicht, und deswegen ist es auch dunkler grau als das obige Weiß, ist immer der dichtere, das optisch dichtere Medium, also das mit dem höheren Brechungsindex N1. Wenn wir jetzt das ganz normale Snellsche Brechungsgesetz haben, dann haben wir hier natürlich eine Brechung vom Lot weg. Ich kann das gerne mit einer Formel beschreiben, mache ich auch noch. Nicht? Also wir haben die ganz normale Brechung vom Lot weg. Hier. Und wir haben natürlich den Reflexionsanteil hier drin. Den kann man jetzt auch noch polarisationsabhängig, also schwingt die elektrische Welle so oder schwingt sie so. Ne? Könnte man den auch noch rechnen. Und dann wären wir bei sowas wie Breckreflexion und so und Ausnutzung von solchen Dingen, wenn Sie zum Beispiel Fotografie betreiben. Wenn Sie Fotografie machen, dann gibt es ja so Polarisationsfilter, mit denen können Sie so Reflexionen von Oberflächen minimieren. Und das beruht genau darauf, dass diese Polarisation anders reflektiert wird als diese hier, immer bezogen auf das Ding. So, muss man im Kopf haben, dass es das gibt, wird sich in Details auswirken. Wenn wir jetzt, und das können Sie ganz wunderbar beobachten, wenn Sie mal mit einer Taucherbrille tauchen gehen, wenn Sie jetzt zu flach werden hier, dann kriegen Sie Totalreflexion an der Grenzschicht. Das kann man ganz wunderbar machen, wenn man tatsächlich taucht und dann guckt man mal so an die Wasseroberfläche, dann sieht man eben nicht nach draußen, sondern man sieht eben tatsächlich die Reflexion vom, was da an der anderen Stelle war. Also Reflexion an der Wasseroberfläche. Man kann sich das auch mit Lasern oder sowas so im Physikunterricht angucken. Das ist auch ganz schön. So, Voraussetzung dafür ist, dass der eine Brechungsindex, nämlich der N2, kleiner ist als der N1 und die passenden Formeln hier an der Stelle sind nämlich genau diese hier. Dass zunächst mal hier das Snellsche Brechungsindex gilt, Brechungsgesetz gilt, Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2 ist N2 zu N1 und N1 und N2 ist größer als N2. Jetzt kann man das auflösen auf das N2 und die Forderung hier, wenn Sie tatsächlich wirklich Brechung, also Transmission in das andere Medium reinhaben wollen, dann ist die Forderung ja, dass diese Sinus Alpha 2 kleiner als 1 sein muss. Mathematisch, weil größer geht ja nicht. Dann gibt es ja einen imaginären Winkel hier. Ne? Also ist auch was Schönes, ein imaginärer Winkel, aber das ist letztlich eine Dämpfung in meinem Bild vertikaler Richtung gewesen. Also keine Ausbreitung mehr in das Medium rein. So, also müssen wir für eine echte Brechung fordern, dass eben diese Bedingungen hier erfüllt sind. So. Und damit könnte man, wenn jetzt der Winkel hier flach genug ist, tatsächlich Totalreflexion erzeugen. Und das ist das, was wir hier an der Stelle gemacht haben. So, wenn man das Ganze jetzt auf beiden Seiten macht, hier, dann könnte man natürlich da weitergehend auch nochmal eine Totalreflexion haben und dann hat man eben genau diesen Winkel, dieses Teil eingesperrt. So, hinzu kommen noch so ein paar Dinge, nämlich so ein paar Benamsungen am Filmwellenleiter, wie auch, das soll hier unter dem Gitter angedeutet sein, dass das hier eine Glasfaser wirklich ist, also was Zylindrisches, was Rundes. Da ist das physikalische Prinzip fast das gleiche, die Mathematik nur deutlich aufwendiger, weil sie nicht einfach mehr nur mit geraden Sachen rechnen können oder in rechtwinkligen Koordinaten, sondern weil sie es alles in Zylinderkoordinaten lösen müssen. Da haben sie dann sofort irgendwelche Bessel-Funktionen drin und die mag man mögen oder auch nicht. Ja, nun gut. Was man auch noch hat, das ist mehr, ja, das ist Benamung. Zum einen hier die Benamung des Kerns und des Mantels, also Brechungsindex NK und NM. So der Modenfelddurchmesser hier mit 2W. Und hier dieser Winkel Alpha A, beziehungsweise der Komplementäre dazu, das Phi A, nämlich der Winkel, unter dem strahle ich hier, der Aperturwinkel. Unter welchem Winkel strahle ich hier, ist ja auch noch Luft, in das Glas so ein, dass ich hinterher tatsächlich diese Zickzack-Ausbreitung mit der Totalreflexion hier oben habe. Also was ist hier der maximale Akzeptanzwinkel? Weil wenn ich zu steil einstrahle, ist auch das Alpha 1
zu steil und ich kriege eben keine Totalreflexion hin und die Welle ist weg. Und was ist ein der flacheste, der steilstmögliche Winkel, der aber immer noch flach genug ist, dass ich tatsächlich Totalreflexion hinkriege. So. Naja, und jetzt kann man, wenn man das Setup erstmal hat, eine Menge damit rumrechnen. Erstmal kann man nämlich schon mal anschauen, das hatten wir, was ist eben genau dieser Aperturwinkel hier. Und dann kommt man drauf, dass der eben vom quadratischen Brechzahlunterschied Wurzel draus abhängig ist, nämlich genau das hier. Die Mathematik werde ich nicht abfragen und deswegen hier auch nicht machen. Und der wird auch die numerische Apertur genannt und ist eben entsprechend ein Maß dafür. Irgendwie sind die Bilder komisch gesetzt. So. Was eben hier der steilstmögliche Akzeptanzwinkel dafür ist. So, spielt das eine Rolle? Ist der irgendwie wichtig? Ja, ist er schon. Wenn dieser Winkel nämlich sehr klein ist, also ich sehr flach einstrahlen muss, dann brauche ich auch eine entsprechende optische Quelle, die flach genug einstrahlt. Wenn ich eine Glühlampe nehme, beispielsweise, auf die Idee ist aber, glaube ich, noch keiner gekommen, dann strahlt die ja in alle Richtungen. Das heißt, da ist ja auch eine ganze Menge Energie dabei, die viel zu steil auf diese Grenzfläche da trifft und überhaupt nicht geführt wird. Wenn ich eine LED verwenden möchte, schon etwas in die richtige Richtung, ne? Wenn ich eine LED verwenden möchte, muss ich aber trotzdem immer noch eine Phase haben, die auch da, also auch so eine LED ist ein d'Alembertscher Strahler, die also auch in, naja, zumindest in Halbraum strahlt, ne? Und auch da eine, ja, ein gewisses Spektrum an Winkeln hier hat. Also auch da von einer LED kriege ich in eine Einmodenphase beispielsweise gar nicht genug Licht rein, als dass ich das wirklich technisch sinnvoll nutzen könnte. Andersrum, wenn ich tatsächlich eine Faser nehmen möchte und Einmodenfasern, um da kurz schon mal vorzugreifen, sind eben solche, die sehr flache Winkel Alpha A erfordern, muss ich zwingend auch einen Laser verwenden, der schon paralleles Licht hat, das da reingeht. Und kann nicht mit irgendwie einer Glühlampe oder Taschenlampe oder so kommen. Ne? So. Monomodfaser. Monochromatisches Licht, ja. Ja, monochromatisch ist aber noch was anderes. Monochromatisch ist, wenn ich nur eine Wellenlänge habe. Ja, genau, eine Wellenlänge, ja. Damit haben wir nämlich immer die Physikaufgabe von Herrn Meyer-Himmer dann gerechnet. Er hat dann immer geschrieben, monochromatisch. Ich habe es nur gekürzt. Also monochromatisch, also das ist nicht so, dass das alles völlig unabhängig voneinander ist. Aber monochromatisch heißt erstmal, ich habe nur eine Wellenlänge. Wenn ich mir eine Glühlampe angucke, dann hat so eine Glühlampe ein breites Spektrum von Wellen. Und zwar wesentlich breiter, als ich sehen kann, weil da ist ja noch immer diese 95% Energie, die man in Wärme umgesetzt wird dabei. Das ist ja auch elektromagnetische Strahlung, ne? Ja. Wie heißt es dann, dass nur eine Welle rauskommt? Also mehrere, aber die synchron sind, also wie beim Laser. Kohärentes Licht ist das. Also eine Welle ist dann wirklich kohärent. Da sind wir aber auch noch nicht. Das brauchen wir auch jetzt an dieser Stelle nur mal für die Einstrahlung noch nicht. Das brauchen wir aber gleich, weil jetzt müssen wir gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, jetzt haben wir ja, das ist jetzt natürlich hier völlig übertrieben, ne? Also von der Winkelsteilheit her, jetzt brauchen wir ja auch noch Wellenführung. So, was passiert jetzt? Also wir haben jetzt hier Totalreflexion und wir haben da Totalreflexion. Totalreflexion geht auch einher mit einer gewissen Phasendrehung hier oben dran. Das brauchen wir nicht unbedingt zu berücksichtigen, aber wenn Sie mal nehmen, Sie haben eine elektromagnetische Welle, die auf ein Staniolpapier oder irgendwie auf eine Stahlwand oder sowas trifft, dann wird natürlich das elektrische Feld kurzgeschlossen. Das heißt, die reflektierte Welle hat eine Phasendrehung von 180 Grad. Das ist der Kurzschluss letztlich bei der Leitung, haben wir schon gehabt. So, und sowas passiert natürlich auch hier, nur sind es keine 180 Grad, sondern Delta. Ist nicht so entscheidend, wie groß dieser Winkel jetzt ist. Okay, so, was wollen wir? Wir wollen jetzt einen konstruktiven Durchgang hier durch dieses ganze Medium durch. Das ist hier wieder Mantel, Mantel, Kern. Das heißt also, die Welle, die hier zack, zack, zack weitergeht, diese Wellenfront hier an A und C, die muss eigentlich in Phase sein. Weil wenn die nicht in Phase ist, dann würden die sich auslöschen. Und dann würde es eben keine Transmission der Welle geben. Sondern dann wäre eben hier eine Dämpfung angesagt und die Welle wäre irgendwann weg. So, das heißt also, wir müssen es also schaffen, dass der Weg von da hier hoch, Phasendrehung von dem Ding hier, der Weg wieder hier runter, Phasendrehung von dem
und dann in diese Richtung, dass das Vielfache von ganzen Lambdas werden. Oder Null. Naja, also wenn das hier jetzt negative Phasendrehungen sind, die die Phasenwelle dann zurückdreht, dann könnte der Phasenunterschied zwischen A, zwischen der Wellenfront an A und der an C auch Null werden. Wenn das nicht so ist, dann kann der Wegunterschied hier ja ganze Welle sein oder zwei ganze Wellen und so weiter. Aber sowas müssen wir fordern. Ja? Ja? Also es ist nur die Strahlenoptik hier. So, das heißt also Phi C, das ist letztlich der Weg, den wir haben. Wir haben hier zwei Deltas drin und wir haben einmal Phasenkoeffizient auf der Strecke von A bis B und auf der Strecke von B bis C. Das ist das eben, was ich mit Fingern gezeigt habe. Und das ist die gesamte Phase an C. So, und dann kommen wir irgendwie drauf, dass Phi C minus Phi von A zweimal, also ganzzahlige Vielfache von 2Pi sein müssen. Ne? Also immer ganze Wellen, ganze Kreise. Und mit ein bisschen Mathematik und so kommen wir eben genau auf diesen Ausdruck hier. Das ist eben 2 Delta plus 2 Beta mal D, das ist die Dicke des Wellenleiters, mal Cosinus Alpha ist. Jo, und das sollen ganzzahlige Vielfache werden. Gut, kann man noch durch 2 teilen auf beiden Seiten, dann kriegt man eben für die Ausbreitungsrichtung genau das hier raus. Und jetzt ist ja die Frage hier, wie viele unterschiedliche Alphas finde ich denn jetzt, die da so eine Lösung ermöglichen, mit m einer ganzen Zahl. So, das können Sie so gar nicht beantworten, das hängt ja extrem von der Geometrie ab. Ne? Können Sie sich ja mal überlegen, wenn ich jetzt das d sehr groß mache hier beispielsweise, dann könnte ich hier mir ein Alpha ein kleines Alpha mir denken, das hier zu einem kleinen m führt, aber immer noch ganzzahlig. Ich könnte ein etwas größeres Alpha nehmen, das auch hier zu einem ganzzahligen m führt und so weiter und so fort. Das heißt also, die Frage ist das gar nicht genau, wie groß ist dieses Alpha, das rechnet eigentlich jetzt keiner so richtig aus. Das machen wir, die numerische Apertur haben wir einmal gehabt, das war das Entscheidende dabei. Aber das Entscheidende hier ist jetzt, es gibt viele, oder es kann viele, wenn ich d groß mache, kann es viele verschiedene Alpha geben, die hierzu diese Bedingung erfüllen. Und das ist dann jeweils eine gültige Mode. Wenn ich d sehr klein mache, ja, dann mag es nur ein Cosinus Alpha geben, mit einem relativ großen Cosinus Alpha hier, das zu genau einem m hier führt. Das war's. Ja, dann wird eben nur das m gleich 1 oder meinetwegen sogar, wenn das Delta hier das richtige Vorzeichen hat, sogar nur m gleich 0 erlaubt und sonst nichts. Sie folgen noch so einigermaßen? So, gleichzeitig kann ich mir überlegen, was ist denn jetzt der Ausbreitungskoeffizient in die Richtung, die man hier nicht mehr sieht. Nun, Alpha, das ist eben genau Sinus Alpha, das ist genau der Sinus gewesen, die Ankathete gewesen, die eben dann bestimmt, wie viel vom Phasenkoeffizienten des Materials überhaupt in die richtige Ausbreitungsrichtung verwendet werden kann. Also gibt die Formel da oben danach auch? Das ist die entscheidende Formel, ja. Das ist die entscheidende Formel und das ist der entscheidende Parameter, denn ja, den habe ich bedingt in der Hand. Hier, da kann ich am Glas drehen, so ein bisschen, kann ich ein bisschen mehr Germaniumoxid reinnehmen oder weniger, also entsprechend dotieren oder entsprechende Verunreinigung reintun. Da kann ich ein bisschen was machen, wenn ich den Sprung zum Mantel ändere, also im Mantel was anderes, anderen Erbrechungsindex nehme. Ja, und das ist eigentlich alles, woran ich drehen kann. Der ist natürlich am einfachsten zu drehen hier. Ne? Also ich mache sie einfach dicker oder dünner. Und das ist auch genau die Antwort. Wenn ich ihn nämlich dünn genug mache, den Kern, dann gibt es eben nur dieses eine erlaubte M und sonst nichts. Gut. So, wenn ich jetzt einfach mal Delta gleich 0 setze, dann sagt die Mathematik leichter. Die Physik ist zwar falsch dann, aber die Mathematik wird leichter. Dann kann ich hier das Cosinus Alpha auch ausrechnen. Ja, und bekomme hier noch über das, was ich schon über die numerische Apertur wusste, einen Zusammenhang hier, wo m, das größtmögliche m, und das ist das Entscheidende, die Mathematik spare ich mir auch wieder hier, das größtmögliche m
in Verbindung zur Geometrie, zum Brechungsindex in Indizes. Da standen ja nur NM und NK drin in diesem NA, in der numerischen Apertur, der Geometrie des Leiters und der Frequenz. So, dann kann ich eben die Anzahl M der erlaubten Moden, die größtmögliche Ordnung M der Mode, kann ich jetzt ausrechnen aus der reinen Geometrie und der Frequenz. Ja, cool. So ist das. Und wenn Sie mal sich die Spezifikationen von diesen Moden, von den Glasfasern angucken, dann wird da auch immer eine Cut-off-Wellenlänge mit angegeben bei Single-Mode-Fasern. So, Cut-off-Wellenlänge haben Sie schon kennengelernt vom Rechteck-Hohlleiter. Vom Rechteck-Hohlleiter ist das nämlich die Wellenlänge, größer darf es nicht werden, weil dann passt es nicht mehr in den Rechteck-Hohlleiter und wird nur noch exponentiell gedämpft, ne? Bei der Glasfaser wird mit dem Gleichen aber das Gegenteil gemeint. Weil wenn es jetzt noch kürzer wird als 1260, ist das typischerweise, wenn es noch kürzer wird als 1260 Nanometer, dann ist die zweite Welle, die zweite Mode ausbreitungsfähig. So, also auch diesen Parameter gibt es und der liegt gar nicht so weit weg, wenn Sie normalerweise eine Faser betreiben wollen bei 1300 oder 1310 Nanometer, dann liegt der gar nicht so weit weg von dem eigentlichen Betriebsbereich. Macht aber auch Sinn, weil sonst müssten Sie die Faser ja noch kleiner machen und die ist ja schon nur 9 Mikrometer dick, da der Kern. Ne? Wenn Sie noch kleiner machen, dann irgendwann ist ja nicht mehr handelbar. So, da steht jetzt noch eine ganze Menge Text. Und wenn ich jetzt hier mal so einen Filmwellenleiter nehme mit einem Kernbrechungsindex von 1,463 und einem Mantel von 1,458. Ja, das ist jetzt kein so großer Unterschied. Ne? So ist es auch gedacht. Das Ganze bei 10 Mikrometer betreibe mit einer Wellenlänge von 1550. Dann haben wir hier das Ganze in 3,11 nochmal gezeigt, was denn dabei rauskommt. Und das Ding hier hat zum Beispiel insgesamt 4 Moden, hatte ich gesagt. 2 sind hier mal gezeigt. Nämlich, was sieht man hier? Also, wie sage ich es am besten? Genau, also das Ding hier ist unendlich ausgedehnt in dieser Richtung. Der hier auch. Ne? Da. Das ist die Ausbreitungsrichtung. Und das hier ist der eigentliche Film. Das heißt also hier, zu mir hin hier ist Mantel und nach dahin ist auch Mantel. Oder obere und untere. Also ich habe gegenüber dem Bild, das Sie eben gesehen haben, das ganze Teil um 90 Grad gedreht. Das ist dummerweise so, wenn Sie jetzt diese MATLAB- oder Octave-Zeichnungen da dann vorfinden. Ne? So, aber es passt einigermaßen zu dem. Hier ist nämlich einfach nur ein Schnitt hier an einer Stelle mal durch das Ding gemacht worden. Sie sehen in diese Richtung hier die Wellenausbreitung. Also das ist hier ganz normal die elektromagnetische Welle, die nach hier oben links läuft und da genauso. Und Sie sehen hier die eingesperrte Mode, die, wenn Sie da einen Schnitt durchmachen, eben hier tatsächlich so eine gaußförmige Charakteristik hier hat. Da und hier ja eben so eine ungerade Funktion ist gegenüber der Mitte. So, ist eine zweite erlaubte Ausbreitungsmode. Okay, so, jetzt kommen wir noch mal hier auf den kritischen Faserparameter. Diese Anzahl der Moden kann man jetzt noch angeben für die Glasfaser. Für eine Stufenfaser mit so einem 1,5 V². Auch das werde ich nicht in der Klausur fragen. Oh, ja? Ich habe eine Frage. Was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich viele Moden oder will ich viele Moden? Also. Tja, welchen Vorteil haben Sie mit vielen Moden? Das könnten Sie ja sowieso. Warten Sie noch einen Moment ab. Ich löse es auf. Also ich löse es tatsächlich auf, was man will.
Und ich möchte es jetzt auch noch nicht sagen. Tatsächlich hat ja beides seine Vorteile. Also, ich kann diesen kritischen Faserparameter hier rausdichten. Die Anzahl der Moden ist eben m gleich 1/2 mal dieses v Quadrat. Und dieser kritische Faserparameter ist für eine Einmodenfaser 2,405. Und genau das, dieses 2,405, trennt eben die Single Mode, also die Einmodenfaser, von der Multimodenfaser. So, was möchte ich haben und was sind die Konsequenzen, wenn ich verschiedene Dinge habe? Ich habe jetzt hier nochmal das Feldbild so einer Einmodenfaser gezeigt. Also die kommt jetzt hier direkt auf Sie zu, die Faser. Und Sie sehen, ich glaube, ich war hier ein bisschen, ich habe dummerweise, ne, ist das 4? Ne, das sind 9. Also Sie haben hier eine schöne Feldverteilung. Sie haben ein bisschen was von dem Feld, das hier in dem Mantel, dieser dicke schwarze Strich hier, trennt den Kern vom Mantel. Sie haben hier eine schöne, ja eben nicht homogene, aber schön mit einer Maximalverteilung in der Mitte, so eine gaussförmige Welle, die hier auf Sie zukommt. Gaussförmige Feldverteilung, die auf Sie zukommt. So, Sie könnten jetzt hier eine Einmodenfaser nehmen. Die ist jetzt ein bisschen dicker geworden und da, ich glaube, die ich hier gerechnet habe, erlaubt 50 verschiedene Moden. Ich habe Ihnen mal so ein paar davon gezeigt. Das hat so ein bisschen was von Mandalas, ne? Also, ja, lassen Sie einfach die Bilder auf sich wirken. Also, sehr schön hier so eine Whispering Gallery. Also, in der Mitte ist gar nichts, aber hier außen wird Welle geführt, wird Energie geführt. Hier ist die Energie eigentlich überall in dem Kern im Wesentlichen drin. Hier und da haben Sie doch signifikanten Energieanteil, der auch vielleicht außerhalb, also im Mantel mitgeführt wird, aber natürlich zu der Welle dazugehört. So, welche Konsequenzen hat das jetzt? Das sind verschiedene Moden. Das sind verschiedene Moden, ja. Ja, dann ist es aber die, wo so viel im Mantel ist, ja gar nicht so gut, oder? Also ja, gut, der Mantel ist aber groß genug, das geht jetzt nicht raus, das ist schon noch geführt. Ach so. Ne? Also das ist jetzt kein Verlust oder sowas, sondern es gehört zur Mode dazu, aber Sie wissen ja, der Brechungsindex ist ja hier geringer als da. So, das heißt also, die Energie oder die Welle ist so ein bisschen schneller, wenn viel von der Mode, viel Energie außerhalb, also im Mantel ist, als wenn alles innerhalb ist. Das heißt also, das Ding hier ist wahrscheinlich ein bisschen schneller als das da. So, das ist genau das, was Sie nicht haben wollen. Ja, also Sie wollen, also wie schnell es wirklich ist, ist eigentlich fast egal, nicht? Weil Sie sind immer irgendwie bei 60% Wellenlichtgeschwindigkeit oder so. Ne? Und ob Sie jetzt 61 oder 62% haben, ist für die allermeisten völlig egal. Ne? Außer die von der Börse, genau. Was Sie aber niemals wollen, ist, dass Sie Energieanteile haben, die langsam sind und welche, die schnell sind. Und Sie dann unter Umständen auch noch nicht mal kontrollieren können, wie viel ist denn da drin. Und das können Sie nicht. So, also damit ist die Frage auch beantwortet. Sie wollen keine Multimodenfasern, wenn es eben geht. Weil eine Multimodenfaser, da regen Sie nämlich von diesen, hier sind es ja bloß 4, aber von den 50 möglichen, wird die Energie sich irgendwie verteilen auf die 50. Das haben Sie nicht unbedingt in der Hand. Selbst wenn Sie das einmal in der Hand gehabt haben, irgendwann hat einer mal einen Fuß oder einen Kiesel oder sowas auf der Glasfaser gehabt und dann ist sie wieder anders, die Modenverteilung hinterher. Ist zwar nicht schön, dass das passiert, aber das kann passieren. Oder Sie haben irgendwelche andere Inhomogenitäten, sodass Energie immer mal von der einen in die andere Mode geht oder sowas. Also Sie können es nicht wirklich kontrollieren. Und dann kriegen Sie natürlich zwingend nicht kontrollierbare statistische Verteilung der Geschwindigkeiten hin und damit Dispersion. Das heißt also, Sie schicken einen Puls drauf und dann kommt irgendwann Energie in dieser Form an und kurz dann später da. So, und dann wird natürlich der Puls zu Brei. Das will man nicht. So, das ist die Aussage hier dahinter. Gut, hier haben wir jetzt einen Kernradius von 50 Mikrometer und genau, die Ausbreitungskoeffizienten, ich habe sie hier mal einfach nur gerechnet, hier hat eine Spanne von 0,3% Unterschied. Das heißt also, die eine Welle ist nur, also die extremen Wellen haben Geschwindigkeitsunterschiede von 0,3% in etwa. Das ist schon schlimm genug. So. Aus dem anderen Grund, den ich eben genannt habe. Ich hatte einen Vorteil genannt von der Multimodenphase, war noch ein bisschen versteckt.
Genau, dass man keinen Laser braucht. Also zum einen geschichtlich, die liegen halt schon, aber 50 Mikrometer Durchmesser lassen sich eben auch leichter positionieren als 10 Mikrometer. Die Preisunterschiede sind nicht gar so riesig zwischen Multimoden und Single-Mode-Fasern. Aber sie brauchen für eine Single-Mode-Faser zwingend einen Laser. Und eine Multimode können sie mit der LED machen. Und damit ist eben das Equipment, gut, wir reden hier vielleicht heutzutage, also früher war das noch ein bisschen anders, früher meinen sie vor 10, 20 Jahren. Heutzutage sind auch, glaube ich, da die Preisunterschiede nicht mehr so exorbitant, aber eine LED ist immer noch billiger als ein Laser. Zumal, wenn der Laser dann auch noch, damit sie es wirklich voll ausnutzen können, auch noch ganz besondere Eigenschaften hat. Aber da sind wir noch gar nicht. So, haben wir das geklärt. Jetzt möchte ich aber, wo habe ich das hingepackt? Das passt an dieser Stelle, glaube ich, besser. Noch etwas machen, da muss ich an der Vorlesung auch noch was tun, damit man hier jetzt nochmal die Unterschiede sieht. Ist so ein bisschen plakativ gemacht. Über das und das haben wir geredet. Das sind nämlich die Stufenindexfasern. Die haben wir auch ein bisschen gerechnet. Also hier ist es dünn. Es gibt genau eine Mode, also als kleine Fritzchen-Erklärung, genau einen Zickzackweg, der da durchpasst. Ehrlich gesagt ist sogar das schon gelogen, weil es ist ja rund, das Ding. Das heißt, es gibt also einmal den Zickzackweg so und es gibt den Zickzackweg so. Also schon da gibt es zwei. Keine Polarisation bei den. Nee, also ja, aber beide Polarisationsmoden sind gleichberechtigt idealerweise. Das stimmt natürlich praktisch auch schon wieder nicht, weil die ist natürlich immer so ein bisschen eierig, die Faser. Ne? Und auch das können Sie nicht wirklich kontrollieren. Also Sie kriegen auch bei einer Single Mode, weil Sie ja schon einmal die hier haben und einmal die hier haben, haben Sie ja zwei unterschiedliche Polarisationen, die unterschiedlich auch und gleich unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen vorfinden. Und auch da kriegen Sie schon eine Dispersion hin. Da kann ich dann jetzt über zwei Polarisationsarten dann zwei Datenströme generieren. Genau, das macht man noch. Ja, das ist ganz modern. Also die alten Optiker sind ja bloß Morser, ne? Also an, aus, an, aus, an, aus. Mehr können die ja gar nicht. Und die Mobilfunker, die können ja schon so richtig komplex modulieren und so. Und jetzt kommen die Optiker so langsam. Die hatten ja, brauchten ja auch nie, die hatten ja mal Bandbreite satt. Ja, uns Mobilfunkern fehlt ja immer was. Ne? So, jetzt ist so Bandbreite nicht mehr so satt und jetzt wollen sie da optimieren und jetzt machen sie solche Tricks. Ne? Ah, ich habe ja zwei Moden, ne? Kann ich ja beide ausnutzen. Ah, ich kann ja ein bisschen QPSK machen, so mal ganz vorsichtig, also nicht 64er QAM oder sowas, werden wir später noch sprechen, das trauen sie sich noch nicht ran, aber so eine QPSK, das geht schon mal. Ne? So, und so hast du dann plötzlich auf einer Frequenz die Datenrate gleich vervierfacht. Das ist den Trick, dass man unterschiedliche Wellenlängen drauf tut, sowieso, also einen Wellenlängen-Multiplex betreibt, kann man sowieso machen, ist hier aber nicht das Thema. Ich rede hier immer nur von genau einer. Ne? So, in der Multimoden-Stufenindexphase hat man hier unterschiedliche Zickzacks. Das ist hier völlig übertrieben gezeigt, aber Sie können sich denken, dass diese hier vielleicht ein bisschen länger braucht als die. Damit man das ausgleicht, und da kam dieses Schwammige mit der Graded Index rein, eben was Sie so sagten, kann man natürlich auch sagen, ja, weißt du was, jetzt versuche ich doch einfach mal die Moden, die hier außen rum sind oder die einen großen Anteil außen verbringen, so ein bisschen zu beschleunigen. So, also, hier haben wir eine Faser, die geht hier den äußeren Weg. Die hat natürlich einen längeren, nicht eine Faser, Entschuldigung, wir haben da einen Lichtstrahl, kleine Fritzchen-Vorstellung immer noch, ne? Wir haben einen Lichtstrahl, der geht hier den äußeren Weg. Der hat natürlich eine längere Strecke zu überbrücken als der da. Also mache ich ihn doch außen ein bisschen schneller. Ist ein bisschen anders als beim Autofahren. Da ist ja Kurvenfahren eher so das Langsame. Ne? Und hier macht man den eben in den Kurven. Oder man legt die Faser so aus, dass die in den Kurven eben dann schneller ist. So. Und das ist hier so ein Graded Index, man hat da typischerweise, ich habe hier kein Bild gezeigt, so einen parabolischen Indexverlauf, sodass man hier die Dotierung nach außen eben abnehmen lässt, sodass die hier außen schneller werden. So, damit wird die Dispersion hier auch noch deutlich geringer als bei dem da. Gut. Ha? Gut? Nicht gut? Gut, vielleicht muss ich das nochmal alles, egal. Gucken wir uns mal an, was man denn hier so tun kann mit dem Glas und wie sich das Glas verhält. Hier habe ich einen Brechzahlindex von Glas dahin gepackt.
Wir reden über ein sehr enges Brechzahl-Indexfenster hier. Das ist schon sehr weit aufgezeichnet, von 1,4 bis 1,5. Ja, und Sie sehen, Sie können hier mit irgendwelchen Bleioxid, Berylliumoxid, Titanoxid, Germaniumoxid, können Sie also den Brechzahl-Index hier so ein bisschen verändern. Und genau das tut man auch. Ich tue also ein bisschen mehr oder weniger davon in den Kern oder in den Mantel, sodass man dann eben seinen Brechzahlsprung auch so hinkriegt, wie man es gern hätte. So, was haben wir hier? Was finden wir vor als Dämpfungsverlauf? Und da muss ich noch mal einmal in ein anderes Bild reingucken. Müssen wir gerade mal suchen. Zunächst mal möchte ich noch mal was Geschichtliches hier aufführen, nämlich die Transparenz von Glas. Also ohnehin, nicht? Also wir sind da in etwa und das ist hier 3000 vor Christi Geburt. Glas kennt man natürlich, wenn sie Lagerfeuer machen und das brennt dann mal ein bisschen kräftiger und so, sodass der Sand dann schmilzt, mehr ist das ja letztlich nicht, dann kriegen sie da eventuell auch irgendetwas, was eine glatte Oberfläche hat. Also auch ein Glas, nur können sie nicht durchgucken, weil es ist so verschmutzt. Ja, nee, das ist ja, das Glas ist ja Sand, aber es ist ja so viel Dreck drin, da guckst du nicht durch. So, da kann man dann irgendwelche, hat man da aber auch noch nicht gemacht, irgendwelche schönen Trinkgläser draus machen, aber das war's dann auch. So, und hier in der Ecke, dann kam man dann irgendwann mal auf die Idee, dass man damit ja auch schöne Karaffen und sowas machen kann. Also das Glas wurde transparenter, aber wir reden hier immer noch von 10 hoch 4 Dezibel pro Kilometer. So, da ist ja also... Da jetzt auch nur ein Tausendstel von nehmen, dann haben sie immer noch 10 dB pro Meter oder auf Zentimeter haben sie dann schon was, wo man was durchschimmert, also wo man auch mal durch so ein bisschen durchgucken kann halt. Ne? Aber so richtig für irgendwelche optischen Sachen tauglich ist das halt noch nicht. Wenn sich, ja. So, und dann kam irgendwann das optische Glas, also Ferngläser, Brillengläser, all sowas. Und da war natürlich die Herausforderung schon, dass man da auch gut durchgucken kann. Also dass die, wenn Sie Sterne sehen wollen da, dann können Sie keine schwarze Scheibe nehmen, dann müssen Sie was Durchsichtiges nehmen. Ne? So, und der richtige Sprung hier, da, der kam in den 60er, 70er Jahren, als die optische Faser entwickelt wurde und man versucht hat, die Gläser immer reiner und reiner und reiner zu kriegen. Und im Prinzip gucken Sie ja bei so einer Glasfaser durch eine kilometerlange Glasscheibe durch. Ne? So, das ist ja so. Das ist ein bisschen schmaler als eine Glasscheibe, nicht? Aber im Prinzip... Das ist ja, als wenn das Glas da einen Kilometer dick oder mehrere Kilometer dick wäre. So, das heißt, da ist man also wesentlich besser geworden und kriegt jetzt eben auch hier pro Kilometer, kommt man hier auf Dämpfung runter von 0,3 dB, wenn man es denn richtig macht. Hier. Ja, im Wesentlichen Wasser rauskriegen. Also säubern wirklich und Wasser rauskriegen. Das ist das Entscheidende gewesen. Wobei ganz los sind es nicht geworden. Was man hier noch sieht. Also das sind jetzt hier die optischen Gläser für die Glas, für die optische Nachrichtentechnik. Sie sehen hier die Wellenlänge. Sie sehen hier die Dämpfung pro Kilometer. Völlig anderer Maßstab, als das auf dem anderen Bild eben war. Nicht? Wir reden hier über 0,1 und 2, 3, 5 und so. So, und da finden Sie technisch nutzbar, technisch genutzt, so muss man sagen, drei Bereiche. Das ist einmal hier dieses zweite optische Fenster hier. Das ist 1310, 1300. Das ist relativ niedrig hier in der Dämpfung. Und vor allen Dingen ist hier eine flache Stelle in der Dämpfung. So, und die flache Stelle hier in der Dämpfung heißt doch immer keine Dispersion. Oder deutet darauf hin, dass da keine Dispersion sein könnte. Das allein aus diesem Bild zu schätzen, ist jetzt irgendwie auch doof, ne? Aber wenig Dispersion halt. So, damit ging es los mit der optischen Übertragungstechnik, 1310 Nanometer. Wenn Sie mehr haben wollen und vor allen Dingen auch geringere Dämpfung haben wollen, dann gehen Sie in dieses dritte optische Fenster. Da finden Sie das hier auch nochmal, so bei 1550, das ist ein dispersionsarm, zumindest ist nicht so dispersionsarm wie das da. Und Sie haben hier das Conventional Band
zum Beispiel, indem sie ja, da Übertragungstechnik betreiben können und sind hier bei 0,15 Dezibel pro Kilometer runtergekommen. Also sie haben weniger Dämpfung als beim 13-10er. Und deswegen nimmt man das eben auch gerne, gerade so, wenn es um lange Strecken geht. Das mit der Dispersion kriegt man in den Griff, wie ich eben schon vorher erläutert habe. Ne? Ja, und dann hat man, wenn man es noch billig haben will und mit Leuchtdioden drangehen möchte und so on-campus oder so, also relativ kurze Strecken übertragen möchte, dann kann man hier noch in das Multimode, das erste optische Fenster gehen, für eine Multimodenphase bei 18 oder 50 Nanometer. Da funktionieren viele dieser konventionellen datengetriebenen Campus, Rechenzentrum, Inhouse-Verkabelung mit Multimodenfasern, mit Leuchtdioden, bei denen man so ein bisschen rot schimmern sieht, trotzdem sollte man nicht reingucken. Und das sind eigentlich schon alles hier Laser, bei denen gearbeitet wird. So, was begrenzt theoretisch die ganze Geschichte? Zunächst haben wir die Rayleigh-Streuung. Die Rayleigh-Streuung sehen Sie heute fast nicht. Die Rayleigh-Streuung ist dafür verantwortlich, dass der Himmel blau ist. Funktioniert nämlich so, dass je kürzer die Welle wird, das sieht man auch nach links, desto effektiver wird die Welle an irgendwelchen Streukörpern, das sind bei der Luft, das sind Aerosole und ansonsten ist es die amorphe Struktur des Glases, können die gestreut werden. So, das ist genau das, was man hier jetzt erahnen kann, genau diese Linie hier, nicht? Also je stärker da ja, also je kürzer das Licht ist, desto stärker wird es zur Seite weggestreut. Deswegen sehen wir ja auch, wenn die Sonne an uns vorbeistrahlt, den blauen Himmel, weil das blaue Licht ist das, was an den Aerosolen zu uns gestreut wird. Wenn Sie beim Sonnenuntergang in die Sonne reingucken, sehen Sie nur noch das Rote, weil das Blaue ist schon weggestreut. Deswegen ist der Sonnenuntergang rot. Bietet sich nicht unbedingt an, dass, wenn die Szene so romantisch ist, so zu erklären. Ich wollte Sie nur warnen. Okay. So, dann haben wir natürlich noch, dass hier auch dann unter Umständen sehr langwellige Strahlung einfach in Gitterschwingung umgesetzt wird und deswegen absorbiert wird, also Infrarotabsorption. Und in den Bereichen hier in der Summe bewegen wir uns zunächst mal. Und dann haben wir noch hier das Ding hier drin. Das sind OH-Ionen, die da noch im Glas zwingend drin sind oder dabei im Produktionsprozess mit reingekommen sind. Und da haben die einfach eine Resonanzstelle und absorbieren eben das Licht, das mit der Wellenlänge da reinkommt. Wenn Sie das Wasser rauskriegen, was man heutzutage zunehmend besser kann, dann haben Sie auch das Problem nicht mehr und Sie können an der Stelle Sie können auch an der Stelle optische Übertragungstechnik betreiben. So bietet sich das nicht unbedingt an. Mit über einem dB pro Kilometer kommen Sie halt nicht so weit. Also geht schon, ist immer noch besser als vielleicht das ein oder andere Kupferkabel, ne? Aber so toll ist es nicht. So, wenn man jetzt mal nachfragt, was haben wir denn eigentlich hier für eine Übertragungsrate, die man oder überhaupt für eine Bandbreite, die uns zur Verfügung steht, dann nehmen wir doch mal hier den Bereich und rechnen mal aus, was da eigentlich vorliegt. Das sind so etwa 0,2 Mikrometer Wellenlänge, ne? Kommt so in etwa hin. Von 1,4 und ein bisschen auf 1,6 und ein bisschen. Ja? Dann machen wir uns doch mal den Spaß und gucken uns mal an, wie sich das umrechnet, nämlich mit Lambda Min. Taschenrechner brauchen wir mal. Lambda Min gleich 1,4. Ja, machen wir mal 1400 Nanometer und Lambda Max gleich 1600 Nanometer korrespondiert zu einem F Max gleich F Min gleich, bitte? Ich baue mal. Und? Bitte? Also 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde
durch 1440 Nanometer, oder? Okay, 212. Die Bandbreite von so einer Glasfaser. Also wird für einen Amateurbedarf reichen, knapp. Ne? Also damit ist noch lange nicht gesagt, wie man das technisch jetzt wirklich ausnutzt. Aber so eine Glasfaser als solche wird erstmal so diesen ganzen Frequenzbereich für Übertragung zur Verfügung stellen. Ob man jetzt zu 100% ausnutzen kann oder ob man irgendwelche Löcher lassen muss oder ob man da gar nicht richtig modulieren kann oder was weiß ich was. Also 25 Terahertz. Nö, ist gar nicht berücksichtigt. Genau, aber ich könnte es ja aufteilen in verschiedene Bänder und könnte die Bänder und die verschiedenen Farben ja mit der Dispersion unterschiedlich behandeln. Also ich wüsste jetzt nicht, dass einer wirklich 25 Terahertz komplett ausnutzt, so wie ich das hier ausgerechnet habe. Also das ist eine sehr naive Rechnung. Nur das, was es erstmal verdeutlichen soll an dieser Stelle, ist schlichtweg nur, hey, Bandbreite satt erstmal, ne? So eine Glasfaser. Ich muss es jetzt nur, also damit ist noch lange nicht, sind noch lange keine 25 Terabit pro Sekunde übertragen und auch noch gar keine 10, ne? Nur weil ich das da hingeschrieben habe. Aber das ist so das, also Bandbreite gibt es schon mal. So, und da liegt ja auch die große Leistung drin. Sondern wenn ich da jetzt vielleicht ein paar Prozent von kriege, ist das ja schon gut. Oder selbst wenn ich hiervon nur 10% ausnutzen kann, bin ich ja schon 2,5 Terabit pro Sekunde oder 2,5 Terahertz. Gut. Ha? So, machen wir das noch gerade zu Ende hier. Also was haben wir hier noch? Die Bänder, die man hier hat, kriegen jetzt auch ein paar Namen. Also das O-Band, das Extended, das Short Wavelength, das Conventional. Das Conventional ist das, was man in der optischen Übertragungstechnik sehr, sehr gerne verwendet, 1530 bis 1565. Da ist auch das sogenannte Erbium-Fenster, also wo die Erbium-dotierten Faserverstärker, wo sich tatsächlich Licht mit Licht verstärken, sowas geht, arbeiten. Ja, gut. So. Also das entzieht sich echt meiner Kenntnis, wer genau welche Wellenlänge einsetzt. Also 1530 bis 1565 ist normal. In diesen Bereichen hier sind sie eher wenig unterwegs. Da. Oder auch hier. Das meiste spielt sich schon in der konventionellen, also das in der konventionellen Nachrichtentechnik spielt sich das meiste im konventionellen Band ab. So, ein paar technische Daten, Eckdaten hier noch für die Faserparameter nach ITUT, für die Multimodenfaser und für die Single-Mode-Faser. Die Cladding oder der Manteldurchmesser ist der gleiche, aber der Kern ist eben ein unterschiedlicher. Und hier sehen Sie auch zum Beispiel das, was ich eben sagte, die Cut-off-Wavelength, ne, bei 1260. Da, also wenn Sie kürzer werden oder hochfrequenter werden, dann haben Sie hier schon die zweite Mode unterwegs. So, und dann ist hier die Dämpfung hier angegeben. Ist immer noch eine Menge. Ne? So, manchen Leuten ist die Glasfaser, die Quarzglasfaser immer noch zu teuer. Also nimmt man auch gerne mal irgendwelche polymeroptischen Fasern hier. Gerade im Automobilbau sind die auch gerne genommen, wo typischerweise die Strecken nicht so kilometerlang sind. Also schon die das Auto fährt, aber nicht die Glasfaser im Auto. Ne? Da braucht man vielleicht eben diese Dämpfungsarmut gar nicht, da kann man auch was anderes nehmen. Also hier irgendwelche POF, polymeroptische Fasern,
die dann eben in dem Bereich vielleicht betrieben werden und dann ja schon eklatante Dämpfungen haben, aber für die, was ist so ein Auto, 5 Meter oder so, mit ein bisschen aufgewickelt sind es vielleicht 7, 8 Meter, aber mehr haben sie dann eben doch nicht da liegen. Ne? Gut, so, noch ein paar Bilder, damit man das mal gesehen hat. Oder das würde ich eigentlich gerne mit Ihnen im Labor mal machen, aber ich habe kein Speisgerät und es ist mir zu teuer. Es kostet nämlich ein paar tausend Euro. Typischerweise verbindet man heute im Feld optische Fasern durch Spleiß. Also würde die eigentlich direkt gegenüber und zwar auch sehr genau positionieren und dann mit dem Lichtbogen einfach ineinander verschmelzen. Und da kriegen Sie eben Dämpfungen hin, Übergangsdämpfungen hin von 0,1 dB oder zumindest besser als 0,3 dB. Also schon sehr dämpfungsarme Verbindung auch. Das müssen Sie natürlich mit einem Schrumpfstoch dann versehen, vor Wasser schützen und so weiter und dann so eine große Kiste reinpacken, damit man im Zweifelsfall doch wieder dran kann. Und man muss das eventuell auf der Baustelle machen, also auch dieses Verschweißen auf der Baustelle machen. Also ist ein bisschen aufwendig, aber das ist eben technisch die beste Variante, wie Sie sowas verbunden kriegen. So, oder eben, und das sind die typischen Patchkabel, von denen haben wir auch welche, sie arbeiten eben mit solchen Steckverbindern, da haben sie immer die Ferrule hier an der Stelle, das sorgt für die Führung von der Glasfaser, der eigentlichen sehen Sie eigentlich mit bloßem Auge relativ wenig. Und dann gibt es die aufwendigen, die hier über so eine Metallkappe da drauf geschraubt werden oder eben auch hier die SC oder LC Duplex-Stecker da oder so ein E2000 mit einer mit einer integrierten Staubkappe da. Den mag ich eigentlich sehr, sehr gerne hier, diesen Stecker. Der ist echt, gefällt mir gut. Das sind eben so ganz normale eben Steckverbindungen da machen. Gibt auch manchmal esoterische, wo Sie dann keine Werkzeuge für finden. Also gibt es zum Beispiel so einen schmalen SC-Stecker. Da ist dieses Blaue, was Sie hier sehen, sorgt im Prinzip über die Geometrie dafür, dass Sie den verriegeln und entriegeln können. Da schiebt sie dann so eine kleine Nase runter, diese Verriegelungsnasen dann zurückschiebt. So, damit man, wenn man Platz sparen möchte und mehrere von denen dicht aneinander packen möchte, dann würde man typischerweise da, oder kann man dieses Plastikding weglassen, dann braucht man nur so ein Auszugswerkzeug, das alleine irgendwie 100 Euro kostet. Ne? Und sonst kriegen sie es nicht raus, dann machen sie das Ding mit, machen sie die Teile mit kaputt, die brechen ihnen auseinander, anders als die Urinflaschen da. So, oder sie nehmen eben hier so Multistecker. Ja, die von der WADA. Sie können auch hier, das sieht, ja, man sieht es heute, glaube ich, ganz gut. Hier hat man nämlich mehrere, ich glaube 8 sind es. Ja. Man hat hier eine Führung und dann hat man hier 8 Fasern da drin. Also wenn Sie jetzt tatsächlich so Multilane-Stecker, hier so eine SR4-Verbindung für 100 Gigabit und dann jeweils 4 Lanes, 4 Glasfasern pro Richtung verbinden wollen, dann können Sie das mit einem Stecker tun. Aber ist natürlich mechanisch entsprechend aufwendig. Ne? Gut, das hatten wir. Ich würde sagen, dann machen wir zunächst mal eine Pause, Viertelstunde, oder? Jo.